Für heute Morgen habe ich die mittlere Verstrebung fertig gemacht. Die werde ich jetzt gleich anbringen. Und das gleiche, was jetzt hier steht, muss dann nochmal für oben gemacht werden, bevor das Dach drauf kommt. Ja, wenn ihr alleine mal sowas bauen wollt und so etwas Größeres wie jetzt da dran bringen, nur ein kleiner Tipp. Ich habe mir jetzt hier überall an allen vier eine Schraube reingemacht. Wir sehen da und da alle auf die gleiche Höhe. Das kann ich jetzt gleich einfach drauflegen und dann festschrauben. Sonst ist das alleine nicht machbar. So, wie ihr seht, ohne dass ich jetzt angeschraubt habe, liegt das Teil jetzt da, wo es hingehört. Und jetzt kann ich das in Ruhe festschrauben. So, die mittlere Lage ist drauf, bombenfest. Da wackelt nichts mehr. So langsam habe ich mir keine Gedanken mehr, dass das Ding umfällt. Weil von Strebe zu Strebe wird es stabiler. Jetzt kommen noch ein paar Steine drauf und dann klappt das schon. Also aus der totalen. Jetzt kommt das gleiche, was in der Mitte ist, kommt oben nochmal drauf. Und dann kommt im oberen Teil kommen die beweglichen Klappen dran. So, jetzt kommt das letzte Teil oben drauf. Hab oben wieder die Schrauben gesetzt zum Drauflegen und dann wieder festmachen. Ja, jetzt haben wir Steine drauf, ohne Ende. Echt schwere Brocken, die habe ich allerdings nicht alleine geschafft, da habe ich Hilfe gebraucht. Aber jetzt ist es auch fest. Hoppa! Und jetzt kann der Wind eigentlich kommen. Ja, das Gerüst wird inspiziert. Jetzt ist auch der obere Teil dran. Ja, und für heute reicht's. Ne, Simba, was meinst du? Reicht es? Ja, ne? Ne? Reicht, ne? So gucken. Ui. Feines Häuschen, ne? Feines Häuschen. Der Seite einmal gucken. Ja. Da kommt er an. So, man sieht sich wieder. Bis dann.